بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, nachträglich noch einmal für alle, die ich noch nicht gesehen habe, ein Eid Mubarak. Möge Allah Ta'ala alle unsere guten Taten annehmen. Wir wollen heute, insha'Allah Ta'ala, unsere Reihe, welche wir jetzt im Ramadan ausgesetzt hatten, zur Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fortsetzen. Bis wohin sind wir gekommen? Nur damit wir das nochmal kurz, insha'Allah ta'ala, nach dieser längeren Pause ins Gedächtnis rufen. Wir haben über die Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausführlich gesprochen gehabt. Wir haben darüber gesprochen gehabt, wie unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Medina ankam, wie er empfangen wurde. Und wir haben über den ersten der drei Schritte der fundamentalen Schritte gesprochen gehabt, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina unternommen hat, und zwar das Errichten der Moschee. Und wir haben aufgezeigt gehabt, dass es noch zwei wichtige Handlungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Medina gab, nach dem Errichten der Moschee. Was ist der zweite wichtige Schritt? Das müsst ihr euch merken, inshallah. Es kommt immer wieder vor. Die Mu'akha, die Verbrüderung und Verschwisterlichung zwischen den Muhajirin und den Ansar, über welche wir heute, inshallah ta'ala, ausführlich sprechen werden. Und die Nummer drei. Was ist die Nummer drei? Ja, die Nummer 3 ist die Charta von Medina, Wathiqat al-Medina. Die werden wir nächste Woche behandeln, insha'Allah ta'ala, weil hierfür brauchen wir einen eigenständigen Vortrag. Beginnen wir, insha'Allah ta'ala, jetzt mit unserem heutigen Thema. Und zwar die sogenannte Al-Mu'akha, Bayn al-Muhajirin wal-Ansar. Die Verbrüderung zwischen den Muhajirin, den Auswandernden, welche aus Mekka gekommen sind und nach Medina gereist sind und ausgewandert sind, und den Ansar, den Helfern, den Ureinwohnern von Medina, welche sie empfangen haben und welche sie in Medina aufgenommen haben. Dieses Ereignis der Mu'akha ist, so kann man es, glaube ich, bezeichnen, und so bezeichnen es auch viele Historiker, ein einmaliges Ereignis, nicht in der Geschichte des Islam, sondern in der Menschheitsgeschichte. Ein Ereignis, welches meines Wissens so noch nie gegeben hat und später auch in dieser Form, in dieser intensiven Form, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das dann auch umgesetzt hat, in Medina nie wieder gab. Die Mu'akha ist das Fundament für diese neue Gesellschaft gewesen. Die Mu'akha ist die Säule, die Hauptsäule, die tragenden Säule für die neue Gesellschaft gewesen, von der aus der Islam in die gesamte Welt getragen wurde. Es gibt einige Historiker, muslimische Historiker, welche sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schon in Mekka eine Verbrüderung hatte. Schon in Mekka eine Verbrüderung, eine Mu'akha
unternommen hatte. Und zwar zwischen den Muslimen in Mekka, welche in Mekka gelebt haben. Das wird von einigen Historikern überliefert, wie Al-Baladuri und einigen anderen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen den Muslimen in Mekka, als sie noch in Mekka gelebt haben, eine Verbrüderung unternommen hat, wie zwischen Hamza und Zayd ibn Haritha, Abu Bakr und Umar, Uthman ibn Affan und Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr ibn Awam und Abdullah ibn Mas'ud, das sind alles Mekkaner, Ubaidah ibn Harith und Bilal al-Habashi, Mus'ab ibn Umair und Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah und Salim Mawla Abi Hudhaifa, Sa'id ibn Zayd und Talha ibn Ubaidillah, zwischen sich selbst und zwischen Ali ibn Abi Talib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn das so stimmen sollte, hat also schon in Mekka versucht, die Menschen zueinander zu bringen. Und er wollte eine innige Beziehung zwischen den Muslimen schaffen. Sodass es neben der allgemeinen Brüderlichkeit unter den Muslimen noch einmal eine ganz spezielle Brüderlichkeit zwischen zwei Personen gibt, welche sich umeinander kümmern. Es gibt jetzt wieder andere Gelehrte wie Ibn al-Qayyim und ebenfalls ein anderer Historiker, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Ibn Kathir, die davon ausgegangen sind, dass diese Verbrüderung in Mekka nicht stattgefunden hat. Dass diese Verbrüderung in Mekka nicht stattgefunden hat und dass es nur eine einzige Verbrüderung gab, nämlich die Verbrüderung in Al-Madina Al-Munawwara. Und sie sagen, dass es hierfür keinen starken Esanid gibt, keine starken Überliefererketten gibt, sondern dass es einfach nur eine Behauptung ist, die aber nicht historisch untermauert werden kann und historisch bestätigt werden kann. Aber unabhängig davon können wir daran erkennen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam großen Wert, mashallah, wa yusabbihu ar-ra'du bi subhana yusabbihu ar-ra'du bi hamdihi wal malaikatu min khifatihi, dieses Dua, was man sagt, wenn es donnert und blitzt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat also großen Wert darauf gelegt, dass es eine innige Beziehung innerhalb der muslimischen Gesellschaft gibt. Was wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit bezwecken? Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns die Verbrüderung anschauen, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann in Medina unternommen hat. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jeweils einen von den Muhajirin genommen und ihn verbrüdert mit einem von den Ansar. Was bezweckte der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte zunächst erst einmal den Muhajirin ermöglichen, dass sie überhaupt in Medina ankommen, weil sie waren fremd gewesen und sie brauchten eine gewisse Unterstützung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat versucht auf diese Weise, dass er jeweils eine Person mit der anderen verbrüdert, den Neuankömmlingen in Medina eine Unterstützung zu geben. Und er wollte sallallahu alaihi wasallam, dass Brüderlichkeit nicht nur leere Worthülsen sind, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte, dass die Brüderlichkeit, von der Allah Ta'ala im Koran immer wieder spricht und welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sehr stark hervorgehoben hat, wie wir gleich sehen werden anhand einiger Hadithe, dass diese Brüderlichkeit in die Praxis umgesetzt wird. Es darf also nicht nur bei Worten bleiben, sondern es muss in die Praxis umgesetzt werden. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den
ersten Muslimen aus Mekka und den ersten Muslimen aus Medina sehr, sehr viel abverlangt, weil sie das Fundament bilden sollen für alle anderen Generationen. Alle anderen Generationen blicken im Grunde genommen auf diese erste Generation zurück und können von ihr profitieren. Und von ihrem Geist profitieren und von ihren Handlungen profitieren. Wäre es nur bei Worten geblieben, dann hätten wir kein konkretes Vorbild. Aber heute, selbst heute noch, wenn wir von Brüderlichkeit sprechen, dann blicken wir immer wieder auf was? Auf die Brüderlichkeit zwischen den Muhajirin und den Ansar. Wir haben ein praktisches Vorbild. Wir sehen, es ist möglich. Wir profitieren immer noch davon, 1400 Jahre später. Und genau das ist es, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte. Er wollte ein klares, ein praktisches, ein gelebtes Vorbild. Er wollte zeigen, diese Brüderlichkeit ist möglich. Und deswegen ging diese Brüderlichkeit, diese Mu'akha zwischen den Muhajirin und den Ansar weiter als die normale Brüderlichkeit, die wir heutzutage kennen unter den Gläubigen. Und zwar ging sie so weit, dass sie sich alles teilen sollten. Sie sollten sich alles teilen. Sie sollten sich sogar mehr Dinge teilen, als ein Bruder mit seinem Blutsbruder, der dieselbe Mutter und denselben Vater hat. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von den Ansar verlangt, dass sie ihre Brüder unterstützen, die neu angekommen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es ihnen zunächst erst einmal überlassen, wie sie das machen wollen. Und die Ansar sind sogar weiter gegangen, als es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam später von ihnen verlangt hat. Er musste sie sogar ein bisschen bremsen. Er musste sie ein bisschen zurückhalten. Weil sie so offen waren, so selbstlos waren, so viel Ithar hatten, Selbstlosigkeit gegenüber ihren Geschwistern aus Mekka, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie bremsen musste. Und zwar haben die Ansar dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt: O Gesandter Allahs, wir teilen mit dem Muhajirin all unser Vermögen, wir geben ihnen einfach die Hälfte von allem, was wir besitzen. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Nein, das braucht ihr gar nicht. Eure Brüder aus Mekka, sie haben keine Erfahrung als Bauern. Sie sind was gewesen? Händler. Hatten überhaupt keine Erfahrung gehabt als Bauern. Und dementsprechend lasst sie arbeiten, damit sie das lernen. Damit sie selbst lernen, wie sie Land zu bestellen haben, wie sie Dattelpalmen dann auch, sage ich mal, bewässern können, wie sie sie ernten können. Sie müssen das alles lernen. Sie haben das nie gelernt. Lasst sie arbeiten und gibt ihnen die Hälfte von dem Ernteertrag. Somit könnt ihr euer Land behalten. Und gleichzeitig aber bekommen sie die Hälfte, aber nicht einfach so, sondern für das, was sie gearbeitet haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat etwas ganz, ganz Wichtiges aufgezeigt. In vielerlei Hinsicht wichtig. Erstens, Großzügigkeit ist gut und schön. Aber ich sollte es nicht übertreiben, sodass ich dann am Ende ohne alles da sitze, Nummer eins. Und es eventuell im Nachhinein auch bereuen könnte. Und die Ansar hätten es nicht bereut, aber sie waren offen und freigebig gewesen. Und wir sprechen gleich über einen Vers, in dem Allah Ta'ala die Ansar lobt. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, wie man einem Menschen wirklich hilft. Du hilfst einem Menschen nicht damit, dass du ihm immer nur Almosen gibst. Sondern du hilfst einem Menschen dann, wenn du ihn unter die Arme nimmst und greifst und ihm gleichzeitig zeigst, wie er sich seinen
Lebens, also sich sein Geld und das, was er benötigt zum Leben, selbst erwerben kann. Und das ist ein großes Problem, was wir heutzutage haben, auch in der dritten Welt. Es gehen Spendengelder an die Menschen und sie gewöhnen sich daran, aber lernen nicht selbst zu arbeiten, sondern bleiben abhängig immer von diesen Spenden. Und deswegen, wenn du jemandem helfen möchtest, dann zeig ihm, wie er sein eigenes Brot erwerben kann. Unterstütze ihn, aber zeig ihm, wie er sein eigenes Brot erwerben kann. Das heißt nicht, dass wir nicht Spenden geben sollen. Und wenn wir einen Bettler sehen, der Hunger hat, dass wir ihm nicht zu essen geben, das meine ich damit nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich jemanden kenne, wenn ich jemandem wirklich helfen möchte, dann sollte ich ihm beibringen, wie er in Zukunft seine eigene Familie unterstützen kann, sich selbst ernähren kann, seine Familie ernähren kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm beigebracht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat also von den Ansar weniger verlangt, als sie selbst angeboten haben. Und deswegen hört man, was Allah subhanahu wa ta'ala über die Ansar im Koran sagt, in Surat al-Hashr. Er lobt die Ansar im Allgemeinen, indem er nämlich sagt, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. Vers Nummer 9. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren. Also wo? In Medina. Die Ureinwohner von Medina. يحبون من هاجر إليهم. Lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Also sie lieben die Ansar. Allah bescheinigt ihnen, dass sie wirklich lieben. Und das ist eine hohe Stellung bei Allah. Dass du eine Person ausschließlich für Allah liebst. Am jüngsten Tag, kleiner Exkurs, am jüngsten Tag wird Allah rufen. Aina al-mutahabbuna fi jalali. Wo sind diejenigen, welche sich in meiner Erhabenheit lieben? اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. Heute werde ich sie in meinem Schatten stehen lassen, an jenem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird als mein Schatten. Wer hat diesen Hadith überliefert? Unter anderem Mu'adh ibn Jabal. Es kam einmal ein Mann zu ihm, der hieß Abu Muslim al-Khawlani. Er kam nach Damaskus. Abu Mu'adh ibn Jabal erlehrte den Islam in Damaskus. Und dieser Abu Muslim al-Khawlani, er kam nach Damaskus in die Moschee, es war noch nicht die Umayyad-Moschee, in die Moschee, und er sah, wie ein junger Mann, dessen Zähne glänzten, in der Mitte saß und vor ihm saß eine große Anzahl von Männern und Personen, welche ihm zuhörten. Und dieser Mann war sehr jung gewesen. Und er fragte dann, wer ist das? Wir meinten sie, kennst du ihn nicht? Das ist der Gefährte unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal. Und er wollte ihn unbedingt begrüßen, aber er wusste, bei so vielen Leuten kommt er nicht durch. Und deswegen sagte er, ich komme zum Fajr-Gebet. Und er kam extra vor dem Fajr-Gebet in die Moschee. Und er sah, wie Mu'adh ibn Jabal im Gebet stand und schon betete in der Moschee. Und dann wartete er, bis er fertig war mit dem Gebet. Und dann ging er zu ihm. Und er begrüßte ihn und sagte, Wallahi inni la uhibbuka fillah. Ich liebe dich wirklich für Allah. Und dann meinte Mu'adh ibn Jabal, Ey Allah, wirklich für Allah? Und er antwortete, Ja Allah, ja wirklich für Allah. Und dann fragte Mu'adh, Allah, wirklich für Allah? Und er sagte, Allah, ja wirklich für Allah. Dann fragte er ein drittes Mal, Allah, wirklich für Allah? Und er meinte, ja wirklich für Allah. Und dann meinte er zu ihm, Abshir, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, vernimm die frohe Botschaft. Ich habe nämlich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört, wie er sagte, dass Allah am jüngsten Tag ruft, und dann kommt dieser Hadith, eine mutahabbuna fi jalali. Subhanallah,
Ja, er wollte sicher gehen, dass er ihn wirklich für Allah liebt, nicht für etwas anderes. Und Allah bescheinigt den Ansar, dass sie die Muhajirin geliebt haben. Allah bescheinigt es ihnen. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ Lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا Und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, er zeigt auf, all das, was sie gegeben haben und was die Muhajirin noch bekommen werden von ihnen, das haben sie gerne gegeben. Das haben sie gerne gegeben. Sie halten es ihnen nicht vor. Sie haben es aus Selbstlosigkeit, aus Ithar gemacht. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ Und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Selbst wenn sie weniger haben, waren sie bereit gewesen zu geben. Was sind das für Menschen gewesen? Und dann sagt Allah Ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Allah Ta'ala erlobt die Ansar. Und er zeigt auf, das, was sie getan haben, das ist nicht selbstverständlich gewesen. Das, was sie getan haben, das haben sie für Allah getan. Das, was sie getan haben, ist die höchste Form des Ithar, die höchste Form der Selbstlosigkeit, dass ich meinem Bruder mir gegenüber selbst bevorzuge. Wallah, wir haben Geschichten von dieser Mu'akha, die kann man kaum glauben. Und schon gar nicht in einer arabischen Gesellschaft. Und schon gar nicht in einer arabischen Gesellschaft. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen, wie gesagt, immer einen Muhajiri und einen der Ansar verbrüdert. Umar ibn Khattab wurde verbrüdert mit Itban ibn Malik, Abu Bakr al-Siddiq mit Kharija ibn Zuhair, Abu Ubaida ibn Jarrah mit Sa'd ibn Mu'ath, Abdurrahman ibn Auf mit Sa'd ibn Rabi', Az-Zubayr ibn Awam, mit Sulama ibn Sulama ibn Waqsh, Talha ibn Ubaidillah mit Ka'b ibn Malik, Sa'id ibn Zayd mit Ubay ibn Ka'b, Mus'ab ibn Umayr mit Abu Ayyub, Khalid ibn Zayd, Abu Hudhayfa ibn Utba ibn Rabi'a mit Abbad ibn Bishr ibn Waqsh, Ammar ibn Yasir mit Hudhayfa ibn Yaman, Abu Dhar al-Ghifari mit Al-Munzir ibn Amr, Hatib ibn Abi Balta'a mit Uwaym ibn Sa'ida, Salman al-Thalisi mit Abu Darda. Und Bilal radiallahu anhu mit Abu Ruwayha ibn Abdillah ibn Abdurrahman al-Khathani. Das sind so einige Beispiele. Und wir gucken uns zwei dieser Beispiele an, wo wir Überlieferungen haben, wie das abgelaufen ist und wie die Beziehung war. Wir dürfen eines nicht vergessen. Am Anfang war die Verbrüderung stärker gewesen als die Beziehung zwischen einem Bruder und seinem Blutsbruder, wie wir gleich nochmal aufzeigen werden. Und jetzt hört zu, was von Abdurrahman ibn Auf und Sa'd ibn Rabi' überliefert wird. Sa'd ibn Rabi' ist einer der Ansar gewesen. Abdurrahman ibn Auf ist einer der Muhajiri. Sa'd ibn Rabi' er kommt zu Abdurrahman ibn Auf und er sagt zu ihm Folgendes. Wie es Al-Bukhari überliefert. Also eine authentische Überlieferung. Inni akfaru al-Ansari mala. Ich bin der Reichste unter den Ansar. Fa'aqsimu mali. Ich teile mein Vermögen. Nusfain. Zwei Teile. Du kriegst eine Hälfte und ich behalte eine Hälfte. Und jetzt geht's noch weiter. Bei Geld ist schon schwierig genug. Aber jetzt kommt etwas, was bei Arabern sehr, sehr unüblich ist. Sehr, sehr unüblich. Waliya mura'atan. Ich habe zwei Frauen. Fanzur a'jabahuma ilayk
فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. Boah. Ich habe zwei Frauen. Schau dir an, welche dir mehr gefällt. Das mag ein Araber. Ein Araber. Ja? Schau dir an, welche dir mehr gefällt. Nenn sie mir. Ich lasse mich von ihr scheiden. Sobald ihre Ehe vorüber ist, kannst du sozusagen sie heiraten, wenn du möchtest. Jetzt könnte jemand sagen, wie geht das? Ja, eigene Ehefrau, vielleicht will sie nicht. Es geht hier um die Geste. Es geht hier um die Geste. Wir werden gleich sehen, wie Abdurrahman ibn Auf damit umgegangen ist. Er hat es natürlich nicht akzeptiert. Aber es geht hier um die Geste. Dass ein Araber in der damaligen Gesellschaft bereit war, dass ein anderer Mann erstens seine Frau überhaupt sieht und dann noch sagt, sie gefällt mir mehr und er sich von ihr scheiden lässt und sagt, du kannst sie heiraten. Und das macht er und er fühlt sich wohl dabei. Er freut sich, dass er seinem Bruder etwas geben kann. Was ist das für eine Brüderlichkeit gewesen? Nicht nur Brüderlichkeit. Was ist es für eine Umsetzung der Gebote Allahs und des Propheten gewesen? Das sind Leute, die haben den Propheten gehört. Tu das. Und sie haben es nicht nur getan, sie haben es noch besser getan, als der Prophet es wollte. Noch besser getan. Sie sagen zum, der Prophet sagt zu ihnen etwas und sie setzen es nicht nur einfach um, sie setzen es nicht nur in Perfektion um, sie machen mehr, als von ihnen verlangt wird. Das ist Ihsan. Dass ich versuche, die Worte Allahs und die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam in bester Weise umzusetzen. Dass ich versuche, nach der Vollkommenheit zu streben, nach den höchsten Stufen bei Allah zu streben. Und deswegen Allah, er hat sie im Koran verewigt. Weil sie hierfür bereit gewesen sind. Und so waren die Sahabe immer gewesen. Und das ist der Grund, warum sie diese Stellung erlangt haben bei Allah. Nicht einfach durch Worte oder weil sie einfach die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Es gab zur Zeit des Propheten Leute, die nannten sich Muslimen, waren aber Heuchler gewesen. Munafiqun. Also es ging auch anders. Aber das, was die Sahabe ausgemacht hat, war was gewesen? Ihr Ihsan im Handeln. Sie sind bereit gewesen, alles zu tun. Allah Ta'ala, er beschreibt sie, die Gläubigen. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, besteht nur daran, dass sie sagen, wir hören und gehorchen. Das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Es gibt viele Muslime, die bereit sind, etwas zu tun, wenn es ihnen gefällt, wenn es ihrer Neigung entspricht. Aber sobald es nicht ihrer Neigung entspricht, tun sie es nicht. Sobald es heißt, du musst etwas tun, was vielleicht nicht ganz in deinem Sinne ist, sind sie nicht bereit, das zu akzeptieren, das Urteil Allahs zu akzeptieren. Aber ein wahrer Mu'min, er akzeptiert es nicht nur, sondern er versucht es in bester Weise umzusetzen. Wie war die Reaktion von Abdurrahman ibn Auf? Abdurrahman ibn Auf, er dankte seinem Bruder Sa'd ibn Rabi'a und er sagte zu ihm, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Möge Allah deine Familie segnen, deine Frauen segnen und dein Vermögen segnen. Und jetzt ganz wichtig, was wir von ihm lernen. Wa ayna suqukum? Wo ist euer Markt? Zeig mir einfach nur, wo der Markt ist. Woraufhin sie ihm zeigten, wo der Markt ist. Das heißt, nicht alles, was dir angeboten wird, solltest du auch annehmen. Du solltest auch ein bisschen Iffat Nafs haben. Ein bisschen Iffat Nafs haben. Das heißt, was lernen wir in dieser Geschichte? Wir lernen auf der einen Seite einen unglaublichen Karam, einen unglaublichen Ithar, Freigebigkeit,
und Selbstlosigkeit. Und auf der anderen Seite lernen wir was? Diesen Iffat Nafs und Izzat Nafs. Dass ich nicht immer automatisch alles annehme und akzeptiere, sondern dass ich versuche, als Muslim auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Unglaublich wichtig. Gerade mein Appell an die Jugendlichen, fangt jetzt schon an. Ob Brüder oder Schwestern, aber gerade die Brüder, an die appelliere ich. Fangt jetzt schon an, so früh es geht, auf euren eigenen Beinen zu stehen. Eure Eltern, barakallahu fihim, sie haben sich um euch gekümmert, aber ihr wollt irgendwann einmal eine eigene Familie ernähren. Und ich kenne viele Brüder, die sind dazu nicht imstande. Die heiraten und sind nicht mal imstande, die wissen gar nicht, dass sie diese Verantwortung tragen. Lerne diese Verantwortung von klein auf an. Versuch jetzt schon zu überlegen, wie kann ich auf meinen eigenen Beinen stehen, dass ich weder meinem Vater noch meiner Mutter zur Last falle. Jetzt schon. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich niemals, wenn ich mal heirate, ja, meiner Frau sagen muss, gib mir mal ein bisschen Geld, damit wir das finanzieren können. Sondern dass ich sagen kann, Alhamdulillah, ich bin, wie es Allah Ta'ala im Koran gesagt hat, Ar-Rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor. Aus zwei Gründen. Einmal, weil Allah die eine gegenüber den anderen ausgezeichnet hat. Und auf der anderen Seite, weil sie etwas von ihrem Vermögen ausgeben. Viele Muslime heutzutage haben dieses Verständnis nicht mehr. Und lassen sogar ihre Frauen arbeiten gehen und sitzen zu Hause und machen gar nichts. Ich kenne viele Fälle, viele Fälle. Das heißt nicht, dass eine Frau nicht ihren Mann unterstützen kann. Das meine ich damit überhaupt nicht. Es geht mir um dieses Bewusstsein. Um das Bewusstsein, was uns der Islam lehrt. Und deswegen versuch, so schnell du kannst, sobald du kannst, auf eigenen Beinen zu stehen. Es ist nicht schlimm, wenn ich Zeitung austragen gehe, damit ich ein bisschen Taschengeld bekomme, ein bisschen zur Seite lege. Überlege, wie kann ich jetzt schon ein bisschen Geld anlegen, auch wenn es wenig ist, 25 Euro im Monat oder weniger, damit ich mir etwas aufbaue. Warum nicht? Eines zu gucken, wo ist der Markt? Und subhanallah, ja, nach wenigen Tagen trifft der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abdurrahman ibn Auf. Und er sieht, dass er Sufra, das heißt so was Gelbes an der Hand hat, von Henna. Und er sagt, ja, Mahaim, mashallah, also was ist los? Ja? Und er sagt, ich habe geheiratet, Alhamdulillah. Und dann sagte er, wie viel hast du ihr gegeben dafür, wie viel Brautgabe? Nawa min Dhahab. Allahu Akbar. Ich habe hier einen, sozusagen einen Kern, Dattelkern, also so viel sozusagen Gold gegeben wie ein Dattelkern. Also er konnte ihr etwas zahlen, in kurzer Zeit hat er gehandelt und Alhamdulillah, er stand auf eigenen Beinen. Und am Ende sollte Abdurrahman ibn Auf zu den Reichsten in ganz Medina gehören, zu den reichsten Sahabe überhaupt. Ja, und das ist das Wichtige, dass wir das verstehen. Ein zweites Beispiel, und zwar das Beispiel zwischen Abu Darda und Salman al-Farisi. Salman al-Farisi war was gewesen? Ansari oder Muhajiri? Ja? Ansari. Er lebte ja in Medina. Ja? Und Abu Darda, er war Muhajiri gewesen. Und auf jeden Fall, subhanallah, hier sehen wir, wie eng die Beziehung war. Salman al-Farisi, er besuchte seinen Bruder eines Tages. Und es begrüßte ihn die Ehefrau von Abu Darda. Und er sah, dass sie irgendwie nicht richtig gekleidet war, so ein bisschen, ja, schmuddelig, nicht wie es sein sollte eigentlich. Und er fragte, was ist los mit dir? Ja, sie meinte, ja, dein Bruder hat kein Interesse an, also sozusagen, er hat Wichtigeres zu tun. Ja? Dein Bruder hat Wichtigeres zu tun. Und da sehen wir, wie eng die Beziehung war, dass Salman zu ihm nach Hause ging, sie unterhielten sich, ja, mit der Ehefrau. Also eine sehr, sehr enge familiäre Beziehung. Und Salman hat sofort verstanden, was das Problem ist, nämlich, was war das Problem gewesen? Das Problem war gewesen, dass Abu Darda ein Abid war. Ein Abid, das heißt, er hat immer gebetet die ganze Nacht, immer gefastet, hatte keine Zeit für seine Frau. Und dann hat er was gemacht, er hat dann sozusagen, wollte was essen,
war wie seine Familie, sein Bruder halt. Und dann hat er Essen gebracht, Abu Darda, und er meinte, er isst. Und er meinte, nein, nur wenn du mit isst. Und er meinte, Abu Darda, nee, ich möchte nicht essen, weil er gefastet hat. Ja? Er meinte, nein, ich werde dir nicht essen, bevor du nicht isst. Dann hat er ihn gezwungen zu essen, sein Fasten zu brechen. Und dann in der Nacht, er hat auch bei ihm übernachtet, ja, sagt er, hier kannst du schlafen. Und er meinte, was machst du? Ja, ja, ich mach dir mal keine Sorgen um mich. Er meinte, nein, 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 ich werde nicht schlafen, bevor du nicht schläfst. Er meinte, ich will aber nicht schlafen, doch, du musst schlafen. Und dann nach einiger Zeit, und Abu Salman ist extra wach geblieben, damit er guckt, ob er dann irgendwie heimlich aufsteht. Ja, und dann ist er aufgestanden, meinte er, wohin? Er meinte, ich will beten. Nein, nein, geh, schlaf. Ja, und dann, kurz vor Fajr, hat er gesagt, jetzt darfst du beten. Ja. Und Abu Darda war sauer gewesen. Was soll das? Und dann meinte Salman zu ihm, und wir kennen diese bekannten Worte, ja, inna li ahlika alayka haqqa, wa li zawrika alayka haqqa, wa li badanika alayka haqqa, wa li rabbika alayka haqqa, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Deine Familie hat ein Anrecht auf dich, dein Herr hat ein Anrecht auf dich, dein Körper hat ein Anrecht auf dich, deine Gäste haben ein Anrecht auf dich, so gib jedem sein Recht. Und dann ging Abu Darda zum Propheten und erzählte ihm davon, sallallahu alaihi wa sallam, und er meinte, der Prophet, shabi'a Salman wa ilma. Salman, ja, der ist gesättigt vor Wissen, der hat es verstanden. Und da sehen wir, wie eng diese Beziehung war zwischen den Muhajirin und den Ansar. Sie war so eng gewesen, dass sie sogar einander erbten. Die haben sogar einander geerbt. Bis Allah Ta'ala einen Vers herabgesandt hat, in dem er genau dies aufgehoben hat. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala dann in Surat Al-Anfal: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ. Und diejenigen, die danach geglaubt haben und ausgewandert sind, also später dazugekommen sind, und sich mit euch abgemüht haben, sie gehören zu euch. Und jetzt? وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Aber die Blutsverwandten stehen einander am nächsten. Dies steht im Buch Allahs. Also nur noch die Blutsverwandten sollen einander erben. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Warum war diese Verbrüderung so eng gewesen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte uns damit etwas sehr, sehr Wichtiges lehren. Und zwar, er wollte uns aufzeigen, was die richtige und die wahre Mualat ist. Was ist denn eine Mualat? Mualat ist eine Beziehung zwischen zwei Personen oder zwei Seiten, wo es um eine Art Schutz geht, die einem sehr, sehr nahe steht. Und Allah Ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollten gerade in der Anfangszeit des Islam uns aufzeigen, gegenüber wem ich Loyalität zu zeigen habe und gegenüber wem nicht. Und dass die Loyalität der Gläubigen untereinander stärker ist als die Loyalität der Verwandten untereinander. Wenn sich Religion und Verwandtschaft widersprechen. Ganz, ganz wichtig. Hört euch mal folgendes Beispiel aus dem Koran an. Und zwar das Beispiel von Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, er hatte einen Sohn gehabt. Dieser Sohn ist als Käfer gestorben. Und Nuh, er sieht, wie sein Sohn in den Wogen und in den Wassermassen ertrinkt. Er sagte, der Sohn, ich werde zu einem Berg gehen, auf einen Berg gehen, der wird mich schützen vor dem Wasser. Heute gibt es keine Rettung vor der Angelegenheit Allahs. Und jetzt ruft Nuh, muss man sich vorstellen, er sieht seinen Sohn, wie er ertrinkt, und er ruft ihn. Er ruft jetzt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem
Doch, an der anderen Stelle, ja, Bunayya, komm ma'ana. Oh, mein Sohn, komm mit mir. Und jetzt ruft, nachdem er sieht, wie er ertrunken ist, wa nada Nuh rabbahu. Und Nuh rief zu seinem Herrn, faqala rabb, er sagte, mein Herr, inna bani min ahli, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen, wa inna wa'daka al-haq, und dein Versprechen ist die Wahrheit, wa anta ahkamul hakimin, und du bist der Weiseste derer, die richten. Wie antwortet Allah? Qal ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Er sagte, o Nuh, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Sein Sohn gehört nicht zu den Angehörigen. Allah zeigt auf, wer die wahren Angehörigen sind. Innahu amalun ghayru salih. Es ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist, was er getan hat. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast. إِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ich ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören, zu den Dummen. Und deswegen Allah, er wollte gerade in der Anfangszeit des Islam aufzeigen, wo die wahre Loyalität liegt. Und deswegen zeigt das Allah Ta'ala sehr, sehr schön auf, indem er sagt, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander was? Schutzherren. Und immer dann, wenn der Iman und die Beziehung des Iman einer anderen Beziehung widerspricht, was muss ich als Muslim tun? Ich muss die Beziehung des Iman über die Beziehung, diese andere Beziehung stellen, selbst wenn es Blutsverwandtschaft sein sollte. Und deswegen hört zu, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und zwar sagt er, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattachidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. In istahabbul kufra ala al-iman. O, die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren, wenn sie den Unglauben mehr lieben als den Glauben. Was heißt das? Heißt das, dass ich keine Beziehung zu meinem Bruder haben darf oder zu meinem Vater? Manche verstehen das so, aber es ist falsch. Es geht darum, dass ich mehr auf sie höre als auf Allah. Dass ich sie um Schutz bitte, anstatt die Gemeinschaft der Gläubigen, wenn es zu einem Widerspruch kommen sollte und einem Konflikt. Ich muss mich immer für was entscheiden als Muslim? Immer für den Iman und nicht für das Gegenteil, selbst wenn es mein Vater oder mein Bruder sein sollte. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wer von euch sie zu vertraut nimmt, das sind die Ungerechten. Ein anderer Vers. Der darauf folgende Vers, entschuldigt. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ. Jetzt hört gut zu. Sagt, wenn eure Väter, وَأَبْنَاؤُكُمْ, eure Söhne, وَأَزْوَاجُكُمْ, eure Gattinnen, وَإِخْوَانُكُمْ, eure Brüder, وَأَزْوَاجُكُمْ, eure Gattinnen, وَعَشِرَتُكُمْ, und eure Sippenmitglieder, وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا, Besitz, den ihr erworben habt, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Abmühen auf seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Und Allah leitet das Volk der Freveler nicht recht. Ein letzter Vers in diesem Zusammenhang, damit uns das nochmal klar wird, was damit gemeint ist, insha'Allah ta'ala. Und dann sind wir auch schon am Ende. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Auch wenn diese ihre Väter wären
oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Also Allah Ta'ala ist klar. Und er zeigt auf, wo die Loyalität liegen soll, wenn es ganz wichtig zu einem Konflikt kommt. Wenn es zu einem Konflikt kommt. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufzeigen wollte durch diese Verbrüderung, dass diese Gesellschaft von vornherein auf einem starken und festen Fundament basiert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe untereinander und unter den Gläubigen und unter uns hier stärken. Möge Allah ta'ala uns ebenfalls diese Eigenschaften geben, das Ithar der Selbstlosigkeit, das Al-Hub fillah, der Liebe in Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie es die Sahabe auch untereinander empfunden haben. Möge Allah unsere Herzen reinhalten vor Groll und unsere Gemeinschaft schützen vor Spaltung. Amin ya Rabbil Alameen. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr.